Und das Enderdrachenei ist weg. Genial, ja. Ja, das haben wir gebraucht, um. Ja, ups. Und dafür habe ich mir das extra wieder gesichert. Das haben wir wieder. Dreimal darfst du raten, was die vielleicht machen. Oder soll's ich machen? Marit? Jetzt Wieso sind nicht aber die ganz ganzen raus? Maschinen weg. Bin noch nicht ganz raus, wo jetzt der Reaktor steht, Hier irgendwie. ganz unten. Ganz unten. Häng hier drüber. Und Einfach mach hier. da. Ah, alle mal Aquamalaspiel. Gut. Gesundheit. Danke. Brauchst du mal eine neue? Nee, das ist ja verkehrt. Was hab ich denn jetzt für einen Quatsch gemacht? Ja, ich habe gehört, dass Baker in der neuen Staffel den Fusionsreaktor komplett von Hand zusammenfahren möchte. Natürlich, wie ich es immer mache. Oh, Wenn bin sie ich schon blöd oder was? Cracktech machen, dann machen sie das auch. Ja. Sicherlich. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon wieder drin ist. Ah, machen wir hier mal ein bisschen noch. Was fehlt euch? Also euch fehlt jetzt im Prinzip nur die Deuterium- und Tritium-Produktion, oder Ja, wie? und dann hier so in den Neck noch sowas. Da bin ich gerade. Ich setze das mal im Kreativmodus mal hin, weil wir wollen ja solche Sachen auch zeigen, dass das geht. Das ist ja eigentlich nur Eben. noch Kleinkram. Du könntest noch mal ein paar AESUs noch mal dran setzen. Oder irgendwas, ja, mit dem Gregtech Cheat Amos. Wie viel brauchen wir? Lutze, wenn du mir verrätst, wo du bist, dann könnte ich dir eins geben. Okay, Zentrifugen, oder? Nee. Einfach nur AESUs hier zwischen die Fusion Energy Injector, also da ein Käbelsche, eins von den Glaskäbelsche. Gut, mal oben Also irgendwo. Fiber. Warte mal, den Ja, mach doch bin mal auf hier. der Suche. Da, da machen wir. Da, Fusion Energy Injector, genau. Und an die Kabel schließt er dann einfach immer Einfach oder daneben so. oder? Da. Diesen, da ist der Lutze 53. Zack, Da. hasse. Da reicht es eigentlich, wenn du eine ASU da immer dazwischen dran klemmst. Eine. Ja, ich weiß, wie du Theoretisch. meinst. Braucht noch jemand ein Advanced Jetpack? Ja, weil der sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich glaube, der müsste jetzt nämlich stimmen, theoretisch. Oh, crazy für Geschütze auf. Was denn? Oh, Konduktor. Ja, kann er genauso hinsetzen, das ist egal. Ah, da hinten fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da, jetzt ist es aber hier komplett. Ach du Scheiße, das sieht ja aus. Das sieht ja nicht aus wie ein Kabel, das sieht ja aus wie ein einziges Reaktorteil. Ich weiß. Ja. Es ist aber ein Kabel, der Superkonduktor, und der ist verdammt gut. Und verdammt Lila teuer. Leon, ich glaube, ja, du könntest die einzige Frau sein. Ah, Butz ist doch keine Frau. Er hat aber auch sehr dezente Ja, weibliche Züge. ich gebe mir manchmal Mühe, Ach so, eine weil du Frau es zu schön sein. so schön aufbauen willst, oder wie? Ach du Scheiße, wird die Creeper freigelassen. Und mal wer die? Oh Extractor, nein. Injector, das sieht gut aus. Das ist nicht gut. Nix gut, nix gut. Dann nehmen wir hier uns mal den. Oh, es macht Bumm. Ja, wir haben sie dazu gebaut. Also, ich will nicht sagen, dass wir reich sind, ne? Aber unsere Monsterfalle ist mit Superconductor-Wire und ISU zugebaut. Und wie macht ihr eure? So, dann gehen wir mal darüber. Da fällt noch einer. Ja, Superconductor-Wire reicht damit. Hier kann noch eine ASU ran, dass sie immer irgendwie Energie reinkriegen. Wo will noch eine? Moment, an den Ecken. Und dann brauchen wir noch. Soweit ich weiß, kann man 16 Energy-Injektoren hinmachen, oder? Ja, so viel brauchst du aber eigentlich nicht. Weil du brauchst ja nur in Anführungsstrichen 40 Millionen EU oder so. Wie war das nochmal? Ich glaube 40 Millionen. Ja, Wieso? also ich und Dosch haben echt das Maximum auch, gemacht, ne? So schön doof wie ich beim letzten Mal. Oh, okay. Brauche ich nicht Okay, einfach was würde ich dich? just crazy? Ja, mein Kleines ist mal wieder abgeschmiert. Gut. Steht dir überhaupt richtig? Ich weiß das gar nicht. Bringt es eigentlich, wenn man mehrere Dragon Eggs baut? Oder?
die Energy-Siphons. Bringt das eigentlich, wenn man davon mehrere einfach aufstellt, aber dann hat man sich die ASU-Session quasi gespart. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß gar nicht, ob du mehrere koppeln kannst. Weil Dragon Eggs an sich kannst du ja so weit cheaten, das ist ja kein Ding. Kabel? Ja, der steht auch verkehrt rum. Wo habe ich denn eine Wrench? Na, nehmen wir die hier. Weg. Der Fusionsreaktor von... Ich abbauen. Big Reactors ist auch genial. Da war es Big Reactor. Big Reactor hatte bisher, glaube ich, noch keinen Fusionsreaktor. Wenn, dann meinst du vielleicht Reactorcraft. Ja, der ist auch genial. Ja. Den wollte sich ja der Street Digger aufbauen, aber es ist, glaube ich, schon gescheitert, ne? Nee, das war Atomic Science. Stimmt, den wollte der sich aufbauen. Der lief aber zwischendurch mal. Ja? Ja, haben wir gesehen, dass er lief. Zwar ziemlich mies, aber er lief. Ja, daran. Ja. Lädst du jetzt? Nein? Wird er verkehrt rumgedreht? Ah, jetzt vielleicht. Hab ich den Scanner? Nicht hinterfragen, einfach akzeptieren. Ey, richtig schreiben das nächste Mal. No? Ah. Man sollte vielleicht auch richtig die Spannung ausgeben. Sonst kommt da natürlich auch nichts an. Ah, jetzt aber. Der Reaktor hier unten ist aber auch so ein bisschen zu warm. Ja, das hätte mal ein bisschen mehr drauf geben müssen, das hat einen guten Knall gegeben. Der explodiert ja leider nicht. Genau. Der Reaktorbotze, Pustekuchen. Hä? Ich hab nicht nachgedacht. Was? Wie kommt ihr alle da drauf? Erklärung schreibt bei mir auch, Amazon hat Twitch gekauft. Gerade in den News gelesen. Hä? Anscheinend scheint es was Neues zu geben, was ich noch nicht gelesen habe heute. Weil eigentlich gehört Twitch zu Google. Oder Google das Schiff schon wieder verkauft. Eigentlich schon. Oder wollte Google das nur kaufen und sie haben es nicht Google hat es gekauft. Das war offiziell. Ja. Okay. War eine offizielle Bestätigung bei Twitch. Ich habe sogar eine Nachricht davon von gekriegt. Den Machern von Twitch. Ja. Ja, okay, so kann man natürlich auch aufladen. So, laden wir mal auf. Ah, das passt. Das passt. Bauen wir hier noch einen hin. Und dann sollten wir das Ding doch in Kürze eigentlich in Betrieb nehmen können. Mhm. Fehlt dann nur noch Tritium und Deuterium. Das können wir uns ja zumindest auch nochmal live hierher cheaten. Dann sehen wir doch zumindest mal wieder einen Fusionsreaktor in Laufenden. Weil es war ja wirklich bloß noch Kleinkram, ja, was bei euch gefehlt hat. Habt ihr gerade gelesen mit Amazon und Twitch, ne? Amazon will Twitch jetzt abkaufen von Google. Ah, okay. Und die wollen Google Konkurrenz machen in Zusammenarbeit mit Twitch, das sie auch kaufen wollen, und einen neuen Marketingkonzern aufbauen, der größer ist als Google. Hä? Wo ist der Sinn? Google ist scheiße, Google will immer nur alles wissen. Ja, Amazon auch. Google gibt auch immer so kuriose Meldungen raus, wenn man das eingibt. Ja, also ich denke dabei an meine Schule. Gute Stellen gibt der Kollege ein und kriegt dann die Information, gute Stellen zum Ritzen. Was? Oh nee. Was war das heute? Heute hatten wir auch so einen Scheiß. Ich suche eine Firma, die, und dann kam mir ins Gesicht furzt. Und ich so, was ist hier los? Also stand da original so. Ja, und dann packen wir Schiff noch rein. Ja. Und dann müssen wir bloß warten, bis noch genügend Energie da ist. Ja, aber immerhin ist ist Google doch nicht so darüber übergegangen und macht eine Cloud für alle Geheimdienste, ne? Ja. So wie Amazon. Das fehlte noch. Ja, das macht ja Amazon. Oh, er lädt nur auf 20.000 auf. Warum das?
Warum lädt er nur auf 20.000 auf, hä? Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir hier wieder einen von diesen tollen Bugs? Oder ist es einfach nur meine Anzeige? Also mein Client ist mal wieder komplett abgeschmiert. Ich bezweifle, dass ich heute nochmal reinkomme. Okay. Schade. Also bei mir steht 200 Millionen EU geladen. Wenn ihr jetzt den Computer meinst. 200 Millionen? Also dann müsst ihr eigentlich schon loslegen. Gut, rein, nee, doch 20 Millionen. Wollte gerade sagen, 20 Millionen. Wo ist denn die ganze Ladung hin? Das Blöde ist, irgendwie funktioniert mein Scanner nicht mehr. Ja, nehmen wir uns mal einen neuen Scanner. Der Vorsicht halber. Nö, bleib ja 20 Millionen. Oder ich jetzt. Nee, das kann ich nicht schauen. Liegen dafür nur zwei von den Energy-Injektoren haben. Ne? Okay. Moment. Der Superkontakter scheint hier ein Problem zu sein. Ah, Superkontakter ist ein Problem. Crazy ist deine Schuld. Bist gefeiert. Für diese Staffel. Komm, so schlimm ist er doch gar nicht. Und für diese Staffel, ja, okay, das kann man noch durchgehen lassen. Oh, Crazy. Macht jetzt ein bisschen mehr. Er hat jetzt ein bisschen mehr drin. 24, 26. Ja. Wir müssen ja nur auf ca. 40 kommen und dann sollte ja wenigstens mal loslaufen hier. Dass wir wenigstens mal sehen, dass euer Fusionsreaktor mit Ausnahme der Kleinigkeiten, die euch hinten dran noch gefehlt haben, was ja nicht am Können, sondern am... Ja, ich habe es nicht geschafft, die Dinger zu bauen, aber zumindest haben wir das doch dann fertig gekriegt. Und ich will mal kurz halt gucken. 38. Ja. 39. Ja, er läuft. Er läuft. Jawohl. So, ah, Glückwunsch. Müsste aus irgendeinem Material Extractor irgendwann was rauskommen. Ja, ich bin schon am Abgucken. Okay. Da war gerade Musik. Ups. Ja, hier. Hast du? Hier der, wo ich draufstehe. Sehr schön. Da sind 4000 Nelium Plasma drin. Yep. Ich muss nur dazu sagen, ihr habt ein bisschen übertrieben, weil diese ganzen Fusionsmaterial, Injektoren, Extraktoren, das war ein bisschen viel. Hätte da gar nicht so viel gebraucht. Hätte auf der Seite gereicht, wo der Computer steht. Aber gut, kann man machen, wie man möchte. Aus dem Rack-Tech-Wiege einfach das Maximal abgelesen. Ja, wir wollten es ganz groß haben. Ja, nur das Problem ist, es läuft, glaube ich, immer bloß maximal ein Fusionsprozess und ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Also wie gesagt, das wäre... bei uns der minimalistischere Ansatz gewesen, aber stimmt doch alles, passt doch. So, was können wir uns bei euch noch so Schönes angucken, ne? Ah ja, genau, das hier ist noch eine schöne Geschichte. Eure Liste an Materialien, die ihr an der Wand stehen habt, das ist schon... Seid ihr euch da sicher, dass ihr das alles haben wolltet? Sagen wir so, wir haben einfach alles genommen, was wir hatten. Was ging? Okay. Also das ist schon eine Menge Material, hätte ich gesagt. Mhm. Ah, Moment. TP, Raupe. Ja. Danke. Bitteschön. Da fehlt noch ein bisschen was. Ah ja, ihr habt es ja auch kaum übertrieben hier mit den Igneous Extrudern. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nö, nö. Es war doch seine Schuld. Ja, weißt du, wie das entstanden ist, Baker? Nee. Weil ich einmal die Taste nicht von Shift loskam. Habe ich auf einmal einen Stack Machine Frames in der Hand und ich denke nur, komm, jetzt ist es dir zu spät, jetzt machst du auch einen Stack, nimmst du das dann. Okay. Na gut, ihr habt dann wohl genügend Cobblestone gehabt, hätte ich gesagt. Ja, wir haben auch genügend Lava, würde ich sagen. Okay. Ich meine, den Lavatank, der ist bekannt. Mhm. Der ist ein Stockwerk höher, glaube ich, noch gewesen, ne? Genau. Ja, also ihr habt, und eure Wall of Fame hier. Und ausgerechnet in dem Stockwerk, wo der Lavatank ist, hat wirklich jeder bei uns Frame Drops. Okay. Wir vermuten, es ist wirklich wegen dem Lavatank. Ja. Das ist das gleiche, wenn du mal in mein Vanilla Let's Play guckst, wenn ich mich im Neta aufhalte. Nee. Ich drehe mich rum und, also wenn ich die Lava anschaue, habe ich 30 Frames und wenn ich mich wegdrehe, kriege ich weniger. Das ist hier hinten an der Ecke anscheinend irgendwo. Ja. Das ist hier. Hier ist es nicht. Wir haben auf jeden Fall nie herausgefunden, warum. Das könnte... Naja, jetzt kann das mittlerweile an dem Fusionsreaktor liegen. Ja, okay, aber... Ja, aber dass die Sichtrichtung ein Problem ist?
Also hier vorne kommt eine Spinne, aber auf mich, so ist richtig. Jetzt beim Tank hätten wir uns vorstellen können, weil der Tank ist chunkübergreifend, deswegen. Ja, wer reingucken möchte, reicht. Machen wir hier wieder zu. Naja, ich meine, die Monsterfalle dürfte, glaube ich, auch noch da. Moment. Bevor selbst die Monsterfalle da war, hat er sich schon gedeckt. Das ist ja das Kuriose. Ah, okay. Okay. Also, ich droppe hier auch auf. Dem bleibt 23, 17. Aber auch nur also, 7 Acker, wenn ich in die Richtung gucke. 17, 18. Gucke ich die Lava an. 30, 31, genau. 36. Ja, hab ich gerade momentan ein paar mehr, aber hängt wahrscheinlich auch vom Blickwinkel ab. Naja, also. Naja, mein Gott. Ist nun mal so, nicht? Ihr habt ja alles relativ stark auf einen Fleck gebaut. Was natürlich genauso bei Street das Problem wahrscheinlich war. Er hat alles sehr konzentriert gebaut und das war wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem. Wobei ich natürlich auch ein bisschen die Mechanismen und die Applied Logistics Leitung im Verdacht habe. Das scheint auch ein bisschen so ein Problem zu haben. Aber ja. Nur gering. Nur geringfügig. Ja. Ist der bei mir. Nächste Staffel mache ich, dass das keiner außer mir da mehr hinkommt, weil ihr alle scheiß PCs habt. So was habt ihr davon. Boah! Moment. Das können wir nicht machen. Da hat's Bumm gemacht. Ja, die Monsterfalle ist dezent offen. Ich habe keinen Ton an. Lebt die AESU noch und die ganze Dragtech-Maschinen? Ich würde sagen. Jetzt würde ich mal. Es wundert mich, wenn ja. Knallt immer noch. Ja. Da hat er recht. AE hat ein bisschen. Ja, ich bin am falschen Modus hier. Ja, AE hatte schon immer einen Schluck auf bei uns. Genau. Ich habe mir kurz die Monsterfalle lahmgelegt. Und ein bisschen mehr. Da. Wer ist denn hier gestorben? Portal to Deep ist gerade eine Frage. Habt ihr noch eins da? Ja. Ja, das sollte noch oben stehen. Dann führ doch mal den Sage hin, glaube ich, war das hin. Okay, einmal bitte nach oben kommen und quasi mich aufsuchen. No. Punkt noch treffen wir. In dem Bezirk. Oh, cool. Tschö. Langsam wird der Trivolo müde. Jupp. Ich port nochmal den. Aufsehen. Sejin hin. No? Bitte? Ach, habt ihr da umgebaut gehabt? Das war doch irgendwas Komisches, was ich nicht mehr weiß. Warte mal. Weil ich lieber alles geguckt hab. Warte mal. Da jetzt? Ist das Portal. Genau. Nein, nein. Oh ja. Euer Teleporter wollte mich gerade nicht, also dein Aufzug wollte mich nicht nach oben springen. Ach so, war es noch in der Mitte? Weil da wollten wir wahrscheinlich nochmal dann oben noch ein ordentliches Getreidefeld draufhauen, aber das hat sich dann doch schnell geändert. Okay. Ja, das ist richtig, die 1,7. Ach so, na, das ist eh zeitversetzt. Mal schnell reinschreiben. Und ja, an alle Leute, die hier so gerade im Chat rumschreiben, ja, es wird 1710. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und wer dann alles hier auf dem Community-Server spielt, das bin ich hier auch schon mal sehr gespannt. Mhm. Wie gesagt, es wird einen Community-Server geben, um die Dispatcherei werde ich mich kümmern. Ich denke mal, der Olli und der Raupe werden sich ein bisschen um den Rest kümmern. Was Community an sich anbelangt, da werden wir mit Sicherheit eine gute Variante finden. Applied Logistics 2 ist natürlich auch mit dabei, ist logisch. Momentan die Alpha-Version bezüglich des Autocraftings ist momentan drin im Modpack. Mal gucken, was das alles sich in dieser Woche noch tut. Nächste Woche Montag, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall nochmal live streamen. Das wird dann quasi unser Start in die neue Modpack-Version werden. Seid natürlich auch wieder alle ganz herzlich eingeladen, hier mit zuzugucken. Ist logisch. Ja, haben wir noch irgendwas zum Erzählen, zum Tun, zum Machen, zum Zeigen, zum was weiß ich was? Außer Ballons kaputt zu machen. Mir fällt nichts ein. Crazy, du noch was?
Nee, eigentlich nicht. Trivolo? Ich hab nichts. Okay. Raupe, du noch irgendein Wort an die Community vielleicht? Eigentlich, dass die am Montag da sind und dann sich überraschen lassen sollen, ne? Genau, dann geht's los für die Community und für uns. Das Endwort möchte ich dem armen gestorbenen Biber Butzemann. Nee, der ist noch am Leben. Bin ich gestorben. Der nicht gestorben ist, Entschuldigung, das war der Dosch, so rum. Der soll doch mal das Endwort haben von dem Stream heute, weil dann können wir heute mal ein bisschen früher Schluss machen, haha. So ein gutes Endwort? Butz, ich bin stolz auf dich, so schöne Worte. Ja. Achso, ich war beschäftigt hier. Ja, das haben wir mitbekommen. Wir sehen uns nächste Woche. Und wenn meine Aufnahme funktioniert hat, und davon gehe ich fast aus, dann werdet ihr natürlich einen Live-Mitschnitt natürlich von dem hier allem sehen. Nächste Woche Montag 20 Uhr, das ist der 1.9. Lässt sich eigentlich ganz gut merken, hoffe ich. Wie gesagt, ihr seid alle wieder mit eingeladen. Ich bedanke mich an alle Teilnehmer dieser Staffel, auch an die, die nicht momentan mit dabei sein können. Unter anderem namentlich natürlich mein guter Biber Butzemann, was wäre ich ohne ihn? Dann den guten Crazy252, den Dosh LP, den Trivolo und nicht zu vergessen den guten Street Digger. Es gab noch jemand anderen, aber dieses Kapitel lassen wir mal ein bisschen unter den Teppich gehen. Ist okay, ist abgeschlossen. Genau. Wie gesagt, nächste Woche, selbe Stelle, gleiche Welle, neues Modpack, Montag, 1.9., 20 Uhr. Und damit würde ich sagen, auf wieder tschüss, bis demnächst. Tschö. Ja, reingehauen, wiederschauen. Tschüss.